Hey. Gesichert. Zieh doch richtig. Ich war das übel. Geht's dir gut weg? Ja, Mann, mir geht's gut. Okay, Husky, mach das Tor! Ja, ich mach schon. Geil. Ja, das war's. Seht ihr, wir kommen drunter durch. Alles gut. Ja, das reicht. Red, machst du den Anfang? Scheiße. Hurensohn, Alter. Was zum Teufel? Sorry, ich konnte nicht. Du willst die Chinesen umlegen, obwohl sie uns gerettet haben. Ganz ruhig. Ich scheiß auf dich. Du hast uns verraten. Ich kann das erklären. Scheiß drauf. Du bist nicht loyal. Du arbeitest für Cheng. Nein, Cheng ist mir scheißegal. Er wollte Jinjes Tod. Es war meine Mission, ihn zu beschützen. Ja, und was hast du ihm gebracht? Er ist tot, verdammt. Nein, ist er nicht. Verdammte Kindsköpfe. Wenn ihr nicht draufgehen wollt, hauen wir jetzt ab. Nehmt eure Waffen. Ich check's nicht. Erst für die Bitch uns. Diese Scheiße ist doch echt unfassbar. Wir sollten hier verschwinden. Sergeant, ich brauch Hilfe mit dem Tor. Erst für die Fortsins umklingen. Peck ist wahrscheinlich wegen ihr tot. Wrecker, ich hab was für dich. Du hast das Sichtgerät behalten? Lol. Komm, geh durch, Lusky. Wow, ist das kalt. So Henker sind wir hier. Freiheit. 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 Ach ja. Der Lusky ist cool. Guter Ort. Fängt. Pass auf, wo du hintrittst. In deiner Nähe auf jeden Fall. Irish, ich bin auf deiner Seite. Na klar, spar dir den Blödsinn. Hätte ich dich in Singapur nicht gefangen genommen, wären wir jetzt alle tot. Und Pack? Was ist mit Pack? Hast du ihn auch gerettet? Komm, sag's. Dann los! Lauft! Ich glaube, das Pack tot ist. Das wäre dann wegen Hannah. Das geht ja falsch, wieso kann ich da nicht richtig durchschießen, Alter? Und jetzt stirbt da hinten. Die Waffe hat so ein... Sorry für die kleinen Lags ab und zu. Häufen sich die Leute irgendwie. Also, Granatwerfer schießen war ich wirklich noch nie gut. Weil ich fast nie getubed habe. Hier daneben. Geht doch. Gehen wir mal zu der Gadget-Kiste, laden wir mal auf.
kommt, Leute. Und wenn sie besser für Pack. Der kam mir einfach nur fucking Jungfrau. Wieso habe ich so klasse Ruckler? Wie ist die dahinter geguckt zum Teufel? Ach komm, ich hole mir schnell eine Sniper, Alter. In your face, oder? Nee, nee. Irgendwie haut es mit dem Quickscope nicht so hin. Oh, der war knapp. Ja, der war auch knapp. Oh Mann, oh. Also mir gefällt das Snipen hier in Battlefield 4. Kann leicht quickscopen auch. Natürlich nicht so extrem wie COD, aber... Ich glaube, den Abschnitt der Folge nenne ich der Sniper-Boss. Ich würde nur eine fucking neue Sniper, das ist immer ganz geil, die Waffen aufzuheben. Komm schon, Mann, wir müssen abhauen! Ich glaube, in der Gondel ist es nicht besonders warm auch. Jedenfalls. Ich glaube, mir wäre in Real Life nicht so. Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du eine bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, na, damals Skilocker, da war, sie waren ja auch Gondel, also es war eigentlich wirklich geil, aber die sieht etwas älter aus. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist,
dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli, in Deckung! Ich glaube, wir machen eine kleine Abgang. Aua! Kleine Rutschpartie! Wow, ja. Eine kleine Rutschpartie. Nein, Dima. Mann, der hat sich so schön in die Freiheit gekämpft. Scheiße. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Scheiße. Und der hat mich jetzt rausgeholt und stirbt selber. Wenigstens Freiheit. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir bleiben zusammen und am Leben. Zwei Tage später. Eine Scheißkarre! Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Hannah, ich schaff das. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist es weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Therese! Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kamen Jins Truppen und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich. Pass auf, Hannah. Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Go, 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 go. Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig. Dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus. Es sind so viele, verdammt. Leise, Marine. Komm, los, los, los. Bewegung. Ah, ich hab ihn verbündet. Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad, 7. Flotte.